Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Blackguards. Meine Fresse, ich hasse Englisch. Blackguards von mir, von Paxis. Ja, wir sind jetzt schon zentriert. Wir sind komische Helden. Also wahrscheinlich das Spiel oder das Rollenspiel mit den merkwürdigsten Helden, weil das scheint alles böse Menschen zu sein. Bei dem Hauptprotagonisten, dem Paxis, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob er böse ist oder einfach nur irgendeine Scheiße. Ja, mit ihm passiert. Die anderen zwei, der Zwerg ist auf jeden Fall verrückt, dieser Naurim und dieser Zurbaran, dieser merkwürdige Zauberer. Ja, von dem weiß man noch nicht so viel, aber da scheint auch noch einiges drin zu stecken in ihm. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf die Zellen. Erleichtere dich, zu viel Gewicht behindert dich, ja, das weiß ich. Noch mehr Wachen, das war's dann wohl. Wartet, ich weiß, wie ich sie aufhalte. Wenigstens für eine Weile. Zubaran kann die Wachen aufhalten, um eine magische Wand zu zaubern. Öffne sein Ringmenü und wähle Zauberschutz Fortifex und dann Stufe 2 für eine 2 Felder breite Mauer. Anschließend wähle die Hexfelder, auf denen die unsichtbare Mauer, die unsichtbare Wand erscheinen soll. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Das klingt interessant auf jeden Fall und halt auch cool. So. Zauber. Feuerball, Flammenstrahl, Schutz, Zauberschutz, Fortifex, arkane Wand. Wie mache ich das? Hä? Ah, cool. Da kommt er jetzt nicht durch? Öffnet die Zellentüren! Klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen Hebel, um eine Zellentür zu öffnen. Befreie so schnell wie möglich alle Gefangenen. Denke daran, dass du mit... Ah ja, okay. Okay. Paxis benutzt Hebel. Gefangener tritt im Kampf bei. Die helfen uns dann logischerweise, oder? Ist auf jeden Fall richtig geil gemacht, dass das so interaktiv ist auf dem Kampffeld, obwohl es halt rundenbasiert ist. Das ist halt... schon ziemlich cool, muss ich zugeben. Sieh an. Kommen wir mal, gehen wir mal hier hin, weil wir sowieso nicht bis zu dem Hebel kommen, aber wir kommen mit unserem Paxis bis zu dem Hebel. Und wenn wir Glück haben, kommen wir auch mit dem Zwerg bis zu dem. Ja, perfekt. Ich weiß ja nicht, wie lange die Wand hält. Geil, wie sie hin und her laufen, weil sie nichts machen können. Genug Chaos. Verschwenden wir. Ach so. Geil. So kann man also einen Kampf auch beenden. Nicht schlecht. Why not? Und? Wie lautet der Name nun? Der Name, nach dem die Bernsteinbrille dich gefragt hat. Die Bernsteinbrille war mein Freund Lysander. Bei den Zwergen trinken Freunde miteinander, statt sich zu foltern. Jedem das Seine. Warum hat man dich eingesperrt? Wahrheit oder Ausweichen? Ich werde die Wahrheit erzählen. Ich soll jemanden getötet haben. Eine Prinzessin. Und? Hast du? Ich weiß es nicht. Und was hat es nun mit diesem Namen auf sich? Ich weiß es nicht. Mir scheint, du weißt überhaupt nicht viel. Kanntest du diese Prinzessin gut? Ihr Vater, Graf Urias, hatte mich in seine Dienste genommen. Lysander kannte sie besser. Sie und ihr Bett? Sozusagen. Aha. Ich frage mich, warum man, wenn man nur eine Auswahlmöglichkeit hat, die überhaupt treffen muss. Die könnten doch einfach so weiterreden, oder? Dann könnten sie mir Kraft und Zeit ersparen. Mein armer rechter Zeigefinger tut weh. Ich wünsche mir ein Blatt Klee. Graf Urias? Nie von ihm gehört. Er war ein Held. Ein Zauberer, der sich für das Horasreich verdient gemacht hat. Die Kaiserin selbst hat ihm den Grafentitel verliehen. Aber in der Hauptsache ist er Forscher. Mit einer Vorliebe für exotische Völker. Oha. Waldmenschen, Echsenmenschen. Klingt mir mehr nach einem Bösewicht. Heldentod. Heile einen zu Boden gegangenen Helden. Okay.
Das ist immer das Problem, wenn man so einen schnellen Rechner hat, es lädt einfach viel zu langsam und man kann überhaupt nichts lesen. Warum duellieren wir uns noch? Ist das denn wichtig? Ich glaube, du hast Elanor beleidigt. Das ist nicht wahr. Wir waren betrunken. Ich weiß aber, dass ich dich zum Duell gefordert habe. Oder du mich? Seid nicht albern. Lass sie doch. Ich will sie kämpfen sehen. Bis zum fünften Treffer. Duell annehmen oder Duell ablehnen? Es ist jetzt gerade eine Erinnerung. Ich weiß noch nicht so richtig warum, aber scheint eine Erinnerung zu sein. Okay, Duell annehmen. Gut, bis zum Kann ja bloß Schlag. Eine gute Übung sein für uns. In Blackguards kannst du deine Umgebung zu deinem Vorteil nutzen. Versuche zum Beispiel, Gegner in schlammige Pfützen zu locken und so zu Fall zu bringen. Du wirst immer wieder solche Umgebungselemente finden, die dir helfen, aber auch schaden können. Halt die Augen offen. Mach ich. Sieh an. Okay, und wo ist hier eine schlammige Pfütze? Ist das hier eine schlammige Pfütze? Ist das hier eine schlammige Pfütze? Das kann man doch gar nicht erkennen, aber ich gehe mal stark davon aus. Und ich wäre erstmal... Warte mal. Doch, das hier ist eine schlammige Pfütze. Das heißt, wenn ich hier hingehe, dann müsste er da reinfallen. Oder? Wie geil ist das denn? So, dann gehen wir hier hin. Ne, Moment. Wir müssen ja irgendwie da hingehen, ohne dass wir selber reinfallen, oder? Wie machen wir das denn jetzt am besten? Kann man das Hexfeld irgendwie ausschalten? Ha. Also ich gehe jetzt mal hier hin. Und hier hin. Ach so, dann kann er direkt wieder aufstehen, oder was? Hm, toll. Hat sich ja mega gelohnt. Kann ich eigentlich meinen Wuchschlag? Nein, kann ich nicht. Nur normale Attacke. Okay, er trifft mich einmal, ich treffe ihn einmal. Hallo, greif ihn an. Hä? Warum will er ihn nicht angreifen? Jetzt. Einmal, 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 einmal. Ich muss ihn noch einmal, noch zweimal treffen und er mich aber auch. Okay, ich muss ihn noch einmal treffen. Er muss mich noch zweimal treffen. Geschafft, oder? Und wessen Ehre ist jetzt wiederhergestellt? Was weiß ich. Komm, Elanor, wir bereiten das Lamm vor. Wir bereiten den Schlamm vor. Ah, wie habe ich das alles hier vermisst? Du siehst heldenhaft aus. Ich bin beeindruckt. Ein Träumt er? Das ist das Letzte, was ich sein will. Gut so. Dann lass uns etwas Böses tun. Wie früher. Der alte Eukaldiki hat keine Zähne mehr. Das müssen wir ausnutzen. Du bist wirklich unverbesserlich. Warst du schon bei Urias? Er will mit dir sprechen. Ach, der Graf kann warten. Ich bewege mich nicht in der Mittagssonne. Langsam. Aurelia? Wer ist Aurelia? Du machst mich neugierig. Nein, genug geredet. Ich gehe zurück nach Neta. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Aber ich erwarte nicht, dass ihr mich begleitet. Warum nicht? Ich wollte schon immer mal die Brücke der heiligen Talionmel sehen. Dann ist ja alles geklärt. Auf geht's. Die kommen also einfach mal mit. Okay. Dies ist die Weltkarte. Hier kannst du den Weg deiner Kurve bestimmen. Im Laufe der Geschichte wirst du mehr und mehr Orte freischalten, die du bereisen kannst. Leuchtet ein Wegpunkt, kann er betreten werden. Der Pfeil zeigt dir dein aktuelles Questziel an. Reise jetzt nach Neta, um dort mehr über Elanors Tod herauszufinden. Okay, wir können ja momentan also sowieso bloß an diesen ersten Platz. Boah. Jungs, was ist denn das für eine Riesenkarte? Also wenn wir das Rollenspiel durchspielen, dann können wir echt mega stolz auf uns sein, weil ich glaube, das dauert ewig. Es wird so eine Art GTA San Andreas-Style, von der Länge her zumindest. Ist aber echt super interessant gemacht, dass man hier nicht selber rumläuft, sondern einfach nur von Schauplatz zu Schauplatz läuft. In den Städten rüstest du dich aus, heilst deine Wunden und erhältst neue Quests und Informationen. Heiler kümmern sich um deine Wunden und Vergiftungen. Je ramponierter deine Gruppe ist, desto mehr Geld kostet die Heilung. Bei Wirten kannst du für ein paar Silbertaler übernachten. Dadurch werden alle Lebens- und Astralpunkte der Gruppe wiederhergestellt. Allerdings werde weder Wunden noch Vergiftungen geheilt. Sprich mit der Wirtin Missanti, um Informationen zu sammeln. Klicke auf Figur, um mit ihr zu reden. Okay, wir folgen jetzt erstmal dem Tutorial und reden dann
Später halt mit den Typen. Aha. Heute gar nicht gut gelaunt? Heute nicht, Donna Missanti. Schwierigkeiten? Du weißt ja, hier ist immer ein Bett für dich frei. Hallo? Für einen Silbertaler. Ja, ich möchte gerne was über Neuigkeiten. Das kann man sagen. Graf Urias Tochter ist tot. Ermordet. Das schöne Mädchen. Warte. Kanntest du sie nicht näher? Etwas, ja. Also ich will eigentlich meinen Charakter, den Paxis, im Endeffekt so spielen, wie ich glaube, dass der Mensch ist. Ich glaube, dieser Paxis ist eigentlich eher ein rechtschaffender Mensch, der wirklich nicht weiß, was da los ist, ob er die jetzt getötet hat oder nicht. Und er scheint mir jetzt kein gehässiger, böser Mensch zu sein, der misstrauisch ist, der hinterhältig ist. Und deswegen versuche ich ihn jetzt so zu spielen, wie ich meine, wie er ist. Und das ist einfach ein eher ehrlicher Mensch. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, warum ich ihr nicht die Wahrheit sagen soll. Ja, ich kannte sie. Kein Wunder, dass dein Gesicht aussieht wie 3 Tage Regen. Übermorgen wird der Mörder aufgeknüpft. Raios, verfluche ihn. Prinzessin Elanor war immer gut zu uns allen. Auf jeden. Wisst ihr irgendetwas über Lysander? Den Alchemistensohn? Es heißt, er hat gestern ein Schiff nach Süden genommen. Nach Mengbilla, glaube ich. Kein Wunder, dass er von hier fort wollte. Er stand Prinzessin Elanor sehr nahe, nicht wahr? Wo ist Graf Urias? Verschwunden. Niemand weiß wohin. Nicht einmal zur Grablegung seiner Tochter ist er geblieben. Oh. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben noch volle Energie, oder? Bis irgendwann, Donna Missanti. Travia mit dir. Vielleicht sollten wir uns erst ausrüsten. Ich könnte auch etwas zu trinken vertragen. Also, das ist doch volle Energie, oder? Bin ich doof? Also, wenn hier steht 32, ist das für mich volle Energie. Kann ich das noch irgendwo sehen? Nee, ne? Egal. Rüsten wir uns mal aus. Was ist das? Händler? Heiler? Ich rede mal kurz die mit der Heilerin. Zum Gruße. Wenn ihr mal verwundet seid, kommt zu mir. Ah, okay. Ich bin also geheilt. Sonst hättet ihr ja gesagt, hier, Knete ran, ich will euch heilen. Simsalabim Sabrina oder irgend sowas. Im aber zuerst. Im Süden braucht ihr Waffen. Und meine sind die besten. Das will ich hoffen, weil ich brauche Waffen. Bei Händlern lassen sich viele nützliche Gegner erwerben. Auf der linken Seite ist das Angebot des Händlers, auf der rechten dein Inventar. Um einen Gegner zu kaufen, ziehe ihn einfach vom Händlermenü in dein Gruppeninventar. Um einen Gegner zu verkaufen, ziehe ihn von deinem Inventar in das Händlermenü. Alternativ kannst du Gegner auch mit Umschalt-Linksklick ohne Sicherheitsabfrage ein- oder verkaufen. Ja, ich glaube, Sicherheitsabfrage ist erstmal ganz cool. So, rechts ist mein Inventar, ne? Das brauche ich ja nicht, dafür gibt's 5 oder was? Sicher, dass du diesen Gegner verkaufen möchtest, okay. Proviant behalten wir mal. Kurzschwert. Woher weiß ich denn jetzt, wer jetzt verbessert wird mit der Waffe und wer nicht? Also, kann ich das irgendwie sehen? Aber wir haben halt echt verdammt wenig Geld. Also ein Kurzschwert kostet direkt mal 10 Dukaten. Ich glaube, das wäre ziemliche Verschwendung, wenn wir das jetzt uns halt direkt kaufen. Rüstungen. Items. Also ich werde mir jetzt erstmal nichts kaufen. Wir haben so wenig Geld. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Ah, okay. Man kann also umschalten. Dann können wir gucken. Warum sind wir denn mit Zuberan da? Ah, wir müssen draufklicken. Alles klar. Ja, also wenn ich jetzt da drauf gehe, dann sehe ich, dass hier ist der Schaden 1 bis 6 und hier ist der Schaden 3 bis 8. Das Problem ist nur, was ich hier sehe, die zeigen mir überhaupt nicht an, um wie viel sich das verbessert. Also in den meisten Spielen ist es ja so, dass es da steht plus so und so viel. Aber hier muss ich ja echt immer hin und her gehen und gucken. 3 bis 8 ist aber halt schon ein großer Unterschied zu 1 bis 6, ne?
wenn ich ehrlich bin. Parade wird auch besser, wenn ich das richtig sehe. Parade 13, Parade 11, Initiative 9, Manöver Wuchtschlag. Beides etwas teurer, macht 4 bis 9 Schaden. Ist dafür aber langsamer, oder? Ja, ist langsamer. Schlechtere Parade. Also wie gesagt, ich bleibe jetzt trotzdem dabei. Ich werde jetzt mir ehrlich gesagt noch nichts kaufen, weil ich habe so wenig Geld und ich glaube, das lohnt sich eh nicht. Diese billigen Sachen am Anfang lohnen sich meistens in solchen Rollenspielen nicht, weil man sowieso einfach Sachen findet. Und die Sachen, die man eben findet, die reichen dann im Normalfall erstmal aus. Das Inventar ist aber bei jedem gleich, oder? Also da kann ich jetzt nicht irgendwie... Ne. Ja, dann brauchen wir das erstmal nicht. Gucken wir mal, was der Händler hat. Du? Solltest du nicht längst am Galgen hängen? Ihm zu sagen, dass ich fliehen konnte, denke ich, ist keine schlaue Idee, weil... Ja, vielleicht ist er mir nicht wohlgesonnen. Ich weiß das ja nicht. Vielleicht ist er mir nicht wohlgesonnen und verrät mich. Deswegen werde ich ihn anlügen. Man hat erkannt, dass ich unschuldig bin. Tatsächlich. Wer hat die Prinzessin dann umgebracht? Das muss ich herausfinden. Wo ist Aurelia? Ist sie in Neta? Nein. Horatio sagt, sie ist verschwunden. Und die Prinzessin? Sie wurde bereits in die Gruft der Kalamals gebracht. Die Geweihten hatten einige Mühe, ihren Körper wieder herzurichten, heißt es. Noch was? Ausrüstung kaufen. Ich brauche Ausrüstung. Bärenfalle. Dauer eine Runde. Gewicht 6 bis 11 Punkte Hiebschaben. Ziel wird gelähmt. Klassische Bärenfalle. Schwacher Zaubertrank. Ziehe den Trank in den Gürtel eines Heldens. Ja, ein Teil des verlorenen Astralkraft. Okay. Stolperfall. Ein klassischer Stolperdraht. Nicht tödlich, doch in einem Kampf, in dem jede Sekunde zählt, können dem Opfer noch entscheidende Sekunden verloren gehen. Wundbinde. Mit einer Wundbinde und dem Talent Heilkunde. Wunden lassen sich Wunden von Verbündeten noch während eines Kampfes heilen. Verbrauchst eine Aktion. Schwacher Heiltrank. Hat er sonst noch irgendwas? Tatsache, er hat echt noch Waffen und Rüstungen und sowas. Aber wie gesagt, ich kaufe erstmal nichts. Wir gehen zum Friedhof. Guter Plan. Schaufeln wir uns vorsorglich ein Grab. Bevor du weiterziehst, solltest du deine Werte steigern. Im Laufe der Geschichte erhält jeder deiner Helden Abenteuerpunkte. Diese kannst du einsetzen, um Fähigkeiten zu verbessern. Jede Steigerung kostet dich eine bestimmte Zahl an Abenteuerpunkten. Klicke auf Plus, um eine Fähigkeit um einen Punkt zu verbessern. Willst du eine Steigerung rückgängig machen? Die Aufwände werden dir dann wieder zugeschrieben. Je besser du in einer Fähigkeit bist, desto mehr Abenteuerpunkte musst du aufwenden, um sie zu verbessern. Du kannst auch Abenteuerpunkte sparen, um später bei Lehrmeistern neue Zauber und Sonderfertigkeiten zu lernen. Oh, das klingt echt sehr, sehr... teilweise... Wie mache ich das? Ja, wie komme ich denn da jetzt rein? Es klingt auf jeden Fall sehr aufwendig und wahrscheinlich eher schwierig. Hä? Ich habe jetzt 250 Abenteuerpunkte. Wie kann ich das denn machen? Charakterbogen? Ah, okay. Im Charakterbogen findest du Werte und Fähigkeiten. Das klickt auf die Hauptbegriffe. Okay. Die Eigenschaften beschreiben die geistigen und körperlichen Grundwerte des ausgewählten Helden. Hier siehst du, wie stark, mutig, klug und zäh er ist. Die Eigenschaften beeinflussen nahezu alle deine Werte. Okay. So, Paxis. Oh, ist ja super teuer. Mut. Wagemut und Entschlossenheit ist in kritischen Situationen. Wagemut und Entschlossenheit. Hohe Willenskraft, Widerstandsfähigkeit gegen Magie. Mut wirkt sich auf Initiative, den Attackgrundwerk, die magieresistenten Astralen geht aus. Also das klingt erstmal gut für einen. Ich kann es mir halt nicht leisten, ich brauche 280. Klingt erstmal gut, also als wenn das genau das Richtige wäre für einen Krieger. Klugheit umfasst intelligent und logisches Denkvermögen. Gesammeltes Wissen, ein gutes Bedenken. Eine hohe Klugheit, sie wird für Wissenstalente und etliche Zauber benötigt. Also das ist wahrscheinlich nicht so wichtig für mich. Intuition, also Charisma könnte ich mir kaufen. Redegewandtheit, Führungsqualität und Ausstrahlung auch als magische Aura. Charisma erhöht die Astralenergie und beschafft Vorteile in Gesprächen. Boah, ey, da würde ich aber ehrlich gesagt erstmal auf Mut sparen, ganz ehrlich gesagt. Das wäre mir eigentlich wichtiger als Charisma. Haben wir ja auch schon 9 Punkte. Aber krass, dass wir auf Klugheit 10 haben als Krieger. Intuit 10, 12,
Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Konstitution, Körperkraft ist natürlich auch wichtig. Magieresistenz bestimmt die mentale Resistenz gegen Verzauberung. Wirkt nicht gegen Zahnzauber wie Ignifaxius Flammstrahl oder Ignis Faero Feuerball. Lebenspunkte. Die Gesundheit eines Helden sinken, die Lebenspunkte wird er dann nicht innerhalb von 3 Kampfrunden durch Heiltränke. Hahaha. Werden alle Helden durch Heiler. Das kostet nur 16 AP. Wir haben 250. Steigt aber halt echt auch nur um einen Punkt, ne? Ich würde sagen, da investieren wir mal 2 Punkte. Aber das reicht dann auch erstmal, weil ich will ja auf 380 sparen erstmal. Möchten Sie die Änderung speichern? Ja. Hier hält sie einen Überblick über die nahen Fernkampfgelände. Schwerter Säbel. 8. Boah, das ist so krass, wenn ich überlege. Grundwerke muss ich mit AP verbessern. Waffentalente kann ich damit verbessern. Schwerter Säbel 8. Dolche 0. Hiebwaffen 7. Fechtwaffen, Wurfwaffen. Zweihandschwerter und Säbel. Das lassen wir erstmal. Das brauchen wir jetzt am Anfang, denke ich, erstmal nicht. Talente. Okay. Körperbeherrschung. Das ist echt ein sehr komplexes Spiel. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen... Na, wobei, komm, wir gucken es noch an. Da wird es halt eine etwas längere Folge. Ich habe jetzt keine Lust, das in die nächste Folge mit reinzuschleppen. Körperbeherrschung. Stufe 7. Eigenschaften Mut. Aktiv geringere Chance an Niederwerfattacken, sowie gute Chance Niederwerfen. Aktiv hervorragende Chance. Helden mit einem hohen Körperbeherrschungswert werden selten auf von Niederwerfattacken. Da haben wir jetzt schon 7 Selbstbeherrschung. Stufe 1, geringere Chance eine Wunde abzuwehren. Geringere Chance eine Wunde abzuwehren und die Wirkungsdauer von Verzauberung der Stufe 1 zu halbieren. Erforderlicher Wert 0. Ach, jetzt kapiere ich das. Erforderlicher Wert 0. Jetzt sind wir also in Stufe 1. So, wenn wir jetzt noch eins kaufen, sind wir in Stufe 2 und haben dann eine gute Chance, Niederwerfen, Attacken sowie negative Auswirkungen von Umgebungsobjekten zu widerstehen. Das heißt, es würde sich ja eigentlich lohnen, das zu verbessern, weil wir dann in die nächste Stufe rutschen. So, Selbstbeherrschung sind wir erstmal ein. Da brauchen wir jetzt also auch noch bis 7, bis wir in die nächste Runde rutschen. Ist also erstmal egal. Sinnesschärfe ist gleiche. Und... die anderen Sachen kann ich nicht kaufen. Warum, weiß ich nicht. Muss ich wahrscheinlich erst lernen oder so. Kriegskunst. Da brauchen wir also immer 8, wie es aussieht. Okay. Kriegskunst. Leben und Astralpunkte von unerfahrenen humanoiden Gegnern werden angezeigt. Ebenso die Trefferwahrscheinlichkeit. Gut. Heilkunde. Verwundeter erhält 5 Lebenspunkte zurück. Bis zu 3 Wunden werden geheilt. Ja, speichern. Zauber habe ich eh keine. Sonderfertigkeiten. Wuchtschlag. Und die anderen Sachen muss ich wahrscheinlich kaufen oder kann ich irgendwo freischalten lassen. Ich weiß es nicht genau. Lassen wir auf jeden Fall. Ach hier. Rüstungsgewöhnung 1. Der Held ist das Tragen schwerer Rüstung gewohnt und wird durch Rüstung nicht mehr so schwer behindert. Körperkraft 13 von 10. Ein heftiger Schlag, der den angerichteten Schaden erhöht. Nicht möglich mit Dolchen und Fechtwaffen und Säbeln. Schildkampf. Held in den Kampf mit dem Schild gewohnt, erhält einen Bonus. Okay. Schild ausgerüstet ist. Sehr schön. Ja, dann würde ich euch sagen, gucken wir uns auch mal schnell die anderen Sachen an, was die anderen so können. Am interessantesten waren ja eigentlich die Talente. Gucken, ob wir hier auch irgendwas haben, wo wir einfach mal eins höher kommen. Relativ schnell. Ja, hier bräuchten wir jetzt zum Beispiel noch 2, um halt in einem Radius von 12 Feldern werden verbogen Objekte und Fallen bis Stufe 2 sichtbar. Das wäre eigentlich schon interessant, weil ich von Rollenspielen her immer gewohnt bin, dass es ganz gut ist, wenn du einen hast, der so ein bisschen sieht, ob irgendwo eine Falle oder irgend so ein Dreck versteckt ist. Deswegen werde ich da erstmal auf 2 hochgehen, weil wir jetzt auf Stufe 2 sind. Wäre mir eigentlich schon wichtig, dass wir da jemanden haben, der ein bisschen Plan hat. Den Rest können wir, denke ich, so lassen. Grundwerte können wir vielleicht noch die Lebenspunkte erhöhen, wobei der hat schon relativ viel mit 45. Da sparen wir uns, denke ich, die 71 erstmal auf. Waffentalente ist egal, Zauber hat er eh nicht, Sonderfertigkeiten.
Aufmerksamkeit. Der Held ist in der Lage, seine Situation auf dem Schlachtfeld besser zu erfassen und sich Gegnern gegenüber in eine bessere Position zu bringen. Gegner leiden einen Malus auf Passierschläge, wenn der Held sich an ihm vorbeibewegt. Wegen dieser Aufmerksamkeit hat er wahrscheinlich auch so einen guten Wuchtschlag von 95% und verliert nicht so viele Prozentzahlen. Schildkampf hat er auch. Okay, dann schauen wir uns noch schnell den an. Talente. Hat er irgendwas, was man schnell steigern kann? Leider nicht. Dafür halt noch die Zauber. Gehen wir da mal kurz hin. Ignis Faero Feuerball. Stufe 1, Stufe 2. Erforderlicher Wert 8. Okay, das dauert also noch. Dann haben wir hier Arkane Wand. Wir sind in Stufe 2, oder? Mit 8, wenn ich es richtig sehe. Armatrutz, Zauberkategorie Schutz, Rüstungsschutz, Erfolgswahrscheinlichkeit, okay. Zauberkategorie Schwächung. Also das scheint immer so zu sein, dass wenn man in der 8 ist, also auf wenn man halt 8 Punkte hat, dass man dann 1 aufsteigt. Was ist das? Flammenstrahl. Zielfeinde. Einmalig. 8 Punkte Feuerschaden. Erfolgswahrscheinlichkeit 99%. Nummer 2 wäre 8 bis 18 Punkte, das ist schon mal ein krasser Unterschied. Ich denke, da werden wir auch direkt mal aufrüsten. Auf Stufe 2. Was schon mal sehr nice ist. Und den Rest werden wir wohl auch einfach lassen können. Was haben wir hier noch? Distanzzauber, die Reichweite aller Zauber erhöht sich um 1. Magie, astrale Regeneration. Der Held erhält im Kampf in jeder Runde einen geringen Betrag von Astralpunkten zurück. Ja. Dann haben wir eigentlich alles. Energie hat er relativ wenig, deswegen würde ich sagen, investieren wir da einfach direkt noch einen Punkt. Dann haben wir es auch. Gut, dann können wir uns das nächste Mal ins Getümmel stürzen und hoffentlich wieder ein bisschen kämpfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mir gefällt das Spiel, gebt mir gerne Feedback ab, wie es euch gefällt. Ist mal was ganz anderes, würde ich sagen, als was ich sonst gespielt habe. Ich hoffe, es macht euch Spaß. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, euer Praxis.